Die sozialistische Jugend, die hat heute in den Vormittagsstunden vor das Bundeskanzleramt geladen und hinter mir sehen wir schon einige Mitglieder der Bundesregierung. In einer aktionistischen Art und Weise werden sie dargestellt, denn für die SJ gab es hier doch ziemliche Versäumnisse seitens der Bundesregierung hinsichtlich der Corona-Politik und all das möchte man hier kritisieren. Der Lockdown, der ist ja mit dem heutigen Tag eingetreten und vor allem für Jugendliche bedeutet das in vielfacher Hinsicht natürlich eine sehr schwere, eine sehr schwierige Zeit. Die Herrschaften, die wir hinter mir sehen, die sollen aus Sicht der SJ bildlich darstellen, wer eigentlich für dieses Corona-Desaster verantwortlich ist. Man möchte hier heute das Ganze auch aufzeigen am ersten Tag des Lockdowns, der ja zumindest 20 Tage für Ungeimpfte weitergehen wird. Ob auch der echte Bundeskanzler und der echte Gesundheitsminister, nämlich Alexander Schallenberg und Wolfgang Mückstein, hier hinsichtlich ihrer Corona-Pandemie noch Fehler eingestehen werden, das werden wir sehen.